Recht herzlich willkommen zur 279. Folge von City Skylines. So, wir schauen wieder zum Verkehr. Wir haben ja letzte Kreuzung schon gemacht und können wir. Das war hier hinten, oder? Wo war das? Okay. Hier haben wir was gemacht und es hat jetzt wieder mal den Stau hier verursacht, ne? Also es bringt irgendwie nicht so wirklich was, oder doch? Ich weiß es nicht. Diese Kreuzung ist jetzt einigermaßen am Fließen. Okay, dass da Rückstau ist, ist normal. Aber hier zum Beispiel ist doch, versteht doch wieder keiner, oder? Also, das muss ich noch lernen, ne? Öl ist drin. 75% voll, dann drehen wir das noch um. Damit die Straße da benutzt wird und nicht die. Aber warum stehen die da jetzt alle? Zweite Ausfahrt bauen, hierhin. Wird vielleicht Sinn machen, oder? Komm, machen wir. Zup. Da hinten ist doof. Warte mal, das ist... Ist das eine Autobahn? Das ist eine Autobahn, ne? Kommt die da hin, fertig. So. Schauen wir mal, ob sich da was ändert. Die Möwen sind am Schreien. Okay, der erste fährt hier rein, oder? Nein, doch nicht. Aber da, der erste. Okay, hier gibt es die ersten Fahrzeuge, die dann da abhauen. Macht dann auch Sinn. Der fährt da rein. Jetzt ist die Frage, ob es Sinn macht, hier nicht auch eine Zufahrt zu haben. Wir haben jetzt Einbahnstraße gebaut, ne? Upgraden wir da so. Machen wir so. Mal schauen, ob auch welche reinfahren sollte, aber eigentlich auch so sein, ne, oder? So, da fahren auch welche lang noch. Der Stau ist auf jeden Fall hier weg. Sieht eigentlich aus, als ob es besser wird. Entschuldigung. So. Jetzt kommen aber auch noch irgendwelche anderen Autos hier reingefahren, ne, die dann da meinen, da durchfahren zu müssen, oder was? Donut-Verkaufswagen oder was? Und der zweite da? Naja. Der war das auch gerade. Straßeneinsatz. Straßeninstandsetzung. Achso, okay. Alles klar. Dann macht das Sinn, dass so einer da lang fährt. Aber hier macht es jetzt keinen Sinn. Aber es ist alles gut, oder? Geht doch. Naja. Hier ist soweit eigentlich auch okay. Dieses hier ist nicht erklärbar, warum die das so machen. Hier geht's dann weiter. Okay, das geht alles noch hier so. Aber hier fängt schon an der Blödsinn. Warum die da nicht weiterfahren, ist mir unerklärlich. Vor allem, warum die nicht zweispurig abbiegen. Warte mal, wir können noch mal reingucken, ob wir das zweispurig noch machen können, ne? Also nicht links nur abbiegen, sondern auch nur rechts abbiegen vielleicht. Vielleicht klappt das dann.
Das nehmen wir mal weg. Also zweispurig rechts abbiegen ist jetzt angesagt. Das tut aber keiner. Es ist kompliziert. Hier steht jetzt keiner. Und die stauen sich da so komisch jetzt. Dann kann der auch da lang fahren, ne? Mach das weg. So, jetzt sind nur die. Geht das ganz weg zu machen? Dann mach's ganz weg. Gucken, ob das was ändert oder nicht. Ich glaube es aber nicht. Ist da noch was? Da ist jetzt noch was, oder? Ja. Ja, dadurch, dass die da jetzt die ganze Zeit stehen, komme ich an den Punkt gar nicht dran, ne? So, jetzt haben wir ihn. So, jetzt ist alles weg. Jetzt ist Chaos pur hier. Wo liegt es jetzt hier dran, ne? Die können da lang fahren, die können da lang fahren. Das ist jetzt auch erlaubt, dass die da lang fahren. Machen sie aber gar nicht. Interessiert sie gar nicht jetzt. Hier, dieses hier unten, ne, dieser Punkt hier, der war übrigens, ne, von der Dingensbahn. Hatten wir da im Kommentar ja noch. Ich weiß nicht, ob es der Pumuckl war oder wer es war, der es geschrieben hatte. Also hier ist jetzt kein Spurwechsel mehr möglich und fertig. So, jetzt sieht sie eigentlich schon besser aus, ne? Jetzt fahren sie auch zweispurig gleich ab, oder wie? Gucken wir mal. Tatsächlich, jetzt fahren sie zweispurig ab. 298 Krankenwagen. Was macht er hier? Ach, der will da irgendwo reinfahren oder was? Ja, super. So, das bedeutet, diese hier dürfen hier auch nach da fahren. Genau, so muss es sein. Jetzt hat sich's hier aber schon wenigstens aufgelöst. Das hatten wir eben noch. Aber hier ist jetzt das Chaos pur. Das hoffentlich gleich aufhört, wenn wir hier dieses, weil wir das hier gerade gemacht haben. Ja, jetzt fahren die natürlich hier auf der linken Spur und wollen dann nach ganz rechts rüber. Das ist wieder total logisch jetzt.
Ja, keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist jetzt hier. Jetzt ist es doch nicht wieder mit zweispurig, wieder nur einspurig. Das ist unfassbar, oder? Dieses Spiel macht einen Blödsinn mit einem. Von der ganz linken Spur fahren sie jetzt auf die rechte. Wie blöd ist das denn? Hier dürften sie wechseln, ne? Weg damit. Das macht keinen Sinn hier. Hier wieder so ein Vollpfosten von ganz links nach ganz rechts, ne? Also wir bringen die erst nach rechts und hier müssen wir jetzt da noch die wieder nach da erlauben, sozusagen, ne? Und die auch. Also wer links rüber möchte, kann das hier noch tun. Zurzeit sieht es gerade gut aus, aber wer weiß wie lange. Es wird auf jeden Fall zweispurig jetzt abgebogen, oder wie sehe ich das? Ja. Wir sind keine Kreuzung weiter. Wir haben hier das Chaos der Müllwagen. Wie sieht's hier aus? Okay, da sind die nächsten unterwegs, aber das ist hier einigermaßen noch normal, würde ich sagen. Gucken wir mal, wie es in Rot aussieht. Ja, okay, die da stehen. Aber sonst ist es nur die Müllwagen, die hier stehen. Das passt schon soweit. Gut, dann gucken wir mal weiter. Hier sehe ich jetzt nichts, was ich machen wollte. Hier müssen wir nochmal reingucken. Keine Ahnung, was da ist. Ampel setzen. Eine Vorfahrtsregelung, gibt's die hier? Ich würde es jetzt so machen, ne? Aber das versteht keiner, warum der da jetzt angeacht, wegen Fußgänger vielleicht. Okay. Das bedeutet, wir müssen da noch rein. Ne, das ist Verbot. Fahrzeugbeschränkung. Oder doch? Und ich muss das noch anklicken. Ne. Fußgänger, wo waren die? Gute Frage, ne? Kreuzungsbeschränkungen, da haben wir sie doch. Ja. Das passt soweit. So, jetzt steht da keiner, jetzt stehen sie hier, guck, das ist doch genial, das Spiel. Und für mich unerklärlich, warum die da immer noch anhalten. Weil da steht ein Stoppschild. Und da nicht. Das heißt, es muss ja hier das Stoppschild noch drin sein, oder was? Kreuzung. Ist das damit außer Kraft gesetzt oder was? So, jetzt ist das erstmal weg.
Jetzt hier nochmal rein und da nochmal rein. Und diese Kreuzung ausgesucht. So passt's, oder? So sollte es passen, tut's aber nicht, weil die da jetzt immer noch nicht verstanden haben, dass es keine Stoppstraße ist. Okay, er steht jetzt wegen Rückstau da oder was? Ich bin mir da nicht so sicher, ob das richtig ist. Ja, das bringt uns alle hier nicht weiter, ne? Und hier wieder dieses Chaos mit links und rechter Spur. Wo ist hier der entscheidende Punkt? Hier oder was? Hier ist eine Stoppstraße. Kann keine Stoppstraße sein, das funktioniert nicht. Da ist schon richtig. Da ist auch richtig. Und hier müsste auch die Stoppstraße sein. Aber da stehen sie jetzt schon wieder ganz weit rein, weil die da einfach nicht geschnallt kriegen. Das ist eine Vorfahrtstraße geworden und Vorfahrt achten. Obwohl, bei den PKW, die jetzt da sind, würde ich sagen, ist alles gut. Das kann ja sein. Hier hat sich jetzt alles entspannt. Okay. Das geht, das können wir so lassen. Hier ist zwar rot, aber das ist nicht wirklich rot. Hier ist auch entspannt. Da stehen ein paar, ja. Kann man aber so gelten lassen, das ist okay. Also das passt. Wo waren wir zuletzt? Wir sind irgendwie in der Drehrichtung gerade verkehrt. So sind wir. Hier fließt es aber. So, jetzt haben wir hier das nächste Chaos. Okay, aber dieses Chaos, das werden wir dann auch wieder in einer nächsten Folge weitermachen. Das sieht ja auch ganz krass aus. Dieses Stück ist schon wieder das Problem, weil kurzes Stück Straße dazwischen und dann läuft's nicht, ne? Da müssen wir wieder nächste Mal mit zwei Ampeln in einer sozusagen arbeiten. Das kriegen wir aber hin. Okay, dann sag ich mal erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer ich das nächste Video hochlade. Und dann schreibt gerne was in die Kommentare wieder rein. Dann können wir darüber reden. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.